So, ich habe ein Geschenk, das was ich wollte. Und deswegen 4 Euro Parkgebühren bezahlen. Nee. Bin ich heilfroh, dass ich ihn dabei habe. Leider ist bei mir die letzte Aufnahme unfreiwillig gestoppt, halt beim Kassiervorgang. Deswegen mache ich jetzt nochmal extra 3 Video. Jetzt sind wir, glaube ich, bei der vorderen Sternengasse. Ah, das ist ja natürlich. Ja, zugegeben, sieht schon merkwürdig aus. So, jetzt sind wir hier bei der vorderen Sternengasse bzw. Hall. Platz. Ja, es macht immer wieder Spaß halt, wenn man sagt halt, na, jetzt hast du mal Bock auf die Wörterer Wiese oder so, wo 5 Kilometer entfernt ist. Na. Ah, genau, hier links ist die Klarergasse. Die kann ich euch empfehlen. Und zwar, wenn das Klarergassenfest ist. Einfach mal googeln halt. Na. Da ist immer eine Hammerstimmung halt. Ne? Den Platz kennt ihr bestimmt. Da war ich ja letztens schon mal. Ja, jetzt fahren wir am besten mal in die City, oder? Das sind, das kennt ja bestimmt jeder, ne? Also, dass man mit sowas Geld verdienen kann, frage ich mich, ne? Mal davon abgesehen, wenn man so ein Gerät kauft und dann zu Hause ausprobiert, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr so, wie es demonstriert wird halt. Das finde ich immer merkwürdig. Schau, das sind die Segway. Ja, wie im letzten Video schon beschrieben halt, ne, man muss auf solche Gefahrenquellen achten halt, ne, da man halt etwas größer ist halt, ne. So, jetzt sind wir hier wieder an der Lorenzkirche. Riecht immer ein bisschen merkwürdig hier. Beide Fahrzeuge kennen sich durch. Ah, schade, jetzt habe ich vorhin so eine wunderschöne Glasscheibe gefunden gehabt, wo man sich selber sieht. Beziehungsweise wo
wo ich jetzt ja demonstrieren konnte, die Funktionstechnik, weil ein paar Fragen aufkamen halt, zwecks, wenn ich mich nach vorne lehne. Also wenn ich mich schneller nach vorne lehne, beschleunige ich natürlich schneller. Kann man jetzt momentan sehen. Ganz leicht nach vorne legen, dann geht es langsam los halt. Ne? Das war jetzt das, was ich schon mal angesprochen hatte. Also man geht natürlich halt nach zurücklehnen, bremsen halt. Ne? Also ich tue natürlich manche Kleinkinder verkohlen halt, ne, weil ich finde es immer lustig, da fragen mich kleine Kinder so, ah cool, und wie funktioniert denn das? Wie kann man da lenken? Ich sage, ja, das geht alles mit Gedankenkraft. Manche kaufen es ab, manche nicht halt. Ne. Hier auf solchen Pflastersteinen hast du natürlich mit dem Hoverboard verloren. Beziehungsweise hast du keine Freude halt. Ne? Hoppala. Ah, jetzt haben wir genau den falschen Weg gesucht. Ja. Faulheit siegt halt noch. Wenn es ums Geld geht, dann die Sparkasse, ne? Sparkasse. Dem man der Sparkasse sein Geld anvertraut und dafür noch Gebühren bezahlt, kann man sparen, indem man Geld ausgibt. Komische Logik. Aber das hab ich zumindest hinter mir. Das ist eine wunderschöne Fußmassage halt, ne? Wenn man noch solche Vibrams Zehenschuhe anhat halt, wo man noch alles spürt, dann perfekt. So, jetzt fahre ich mal hier etwas Richtung Kino. Und hier an dem Berg hat es mich schon mal unfreiwillig hingeschmissen halt. Ne? Uns. Gut, zugegeben halt, wenn man jetzt mit dem Leinwurf unterwegs ist, kann man jetzt keinen direkten Großeinkauf machen. Oh. Ja, und hier ist die Stelle, wo es mich nach vorne geledert hat halt. Ne? Oh ja, ah, das haben wir ja gern. Jetzt müssen wir auf die Straße wechseln. Ich glaube, wenn mir jetzt enttäuscht ist, mal hier an der Insel Schütt. Heubrücke. Okay. Ich habe zwar mal 10 Jahre in Nürnberg gelebt, aber nee, ich
habe, die interessiert es weiter davon halt noch. Wie gesagt, 10 Jahre habe ich hier gelebt, aber nie richtig ausgekannt halt noch. Ah, das bietet sich jetzt hier an. Könnt ihr das mal kurz halten? Jawohl. Dankeschön. Gerne. Ne, wir sind richtig. Entschuldigung, aber hat sich jetzt so angeboten. Dankeschön. Ja. Boah, jetzt so ein Mix aus Gleichgewicht halten. Gucken, dass man nicht mehr anfährt. Trinken, genießen. Ja, jetzt sind wir hier am Cinesitter. Echt geiles Kino halt, ne? Wer schon mal drin war, der weiß, was ich meine halt, ne? Da geht's eben mal, da ist ein Kinosaal, der ist glaube ich ganz unten. Ich weiß nicht, wie viele Rolltreppen man runterfährt. Wir fahren einfach mal an die Götterwiese, mal gucken, was da so los ist. So ein Thema für sich halt noch. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht halt noch. Da wird so viel tausende Euros halt in Neubauten gesteckt halt noch. Und für Flüchtlinge halt noch. Investiert, na, und dann sterben hier die Leute auf der Straße halt noch. So blöd es auch klingt, unsere eigenen Leute halt noch, zum Teil. Aus Respekt wollte ich jetzt nicht direkt drauf filmen halt noch. Ich kenne mich zwar nicht gut in Nürnberg aus, halt, ne, um auf das Thema mal zurückzukommen, aber auf die Radwege und die ampellosen Wege kenne ich sehr gut aus. Halt, ne. Da ich früher mit dem Fahrrad sehr viel unterwegs war. Halt, ne. Und schon sind wir an der Wörterwiese halt. Ne. Wer die Wörterwiese kennt halt, ne, wenn hier wirklich am Wochenende Sonne ist halt, ne, wie morgen zum Beispiel, soll ja ein geiler Sonnenschein werden, schön warm, dann ist hier wirklich geile Stimmung halt. Ne. Ja, entschuldigt, die andere Aufnahme hat leider irgendwie abgebrochen halt vor uns beim Kassiervorgang halt. Ne. Sonst hätte ich jetzt hier ein Video draus gemacht halt. Ne. So, jetzt muss ich aber langsam wieder Schluss machen halt. Ne. Mir tut schon der Arm weh von lauter Handy halten. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist für Kleinkinder das Erfahren fällt sehr Sinne halt. Ne. Das, ich finde es immer Hammer halt, ne, wenn man dann wirklich halt mit jedem Sinn benutzen kann, erfahren kann halt, ne. Geräusche und alles. Ja. Okay, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat es mal gefallen, die kleine Nürnberg-Rundtour. Leider in 2 Videos, aber was soll's, ne. Bis zum nächsten Mal.